Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits die Definition der relativen Häufigkeit kennen. Und das Ziel wird sein, die relative Häufigkeit zu bestimmen. In einem vergangenen Video haben wir uns mit dieser Aufgabe beschäftigt. Die Frage ist, wie oft kommen verschiedene Augenfarben in einer Schulklasse mit 30 Jugendlichen vor? Dazu haben wir eine Strichliste erstellt und mit Hilfe dieser die absoluten Häufigkeiten für die vier Augenfarben Blau, Braun, Grau und Grün bestimmt. Hier nochmal eingeblendet ist die Formel für die relative Häufigkeit. Versuche zunächst selbstständig die relativen Häufigkeiten dieser vier Augenfarben zu bestimmen. Stell das Ergebnis als Bruch, als Dezimalzahl und als Prozentsatz dar und, falls nötig, runde auf die zweite Kommastelle. Die Auflösung machen wir gleich gemeinsam. Ich hoffe, du hast dir deine Ergebnisse notiert. Wir gehen jetzt wieder Schritt für Schritt alle vier Augenfarben durch. Zunächst einmal schauen wir uns an, was wir für unsere Angabe alles brauchen. In der Formel sehen wir ja, dass wir einerseits die absoluten Häufigkeiten benötigen. Diese habe ich hier nochmal eingeblendet. Und andererseits auch n. N ist in diesem Fall in der Angabe versteckt. Im Text heißt es nämlich, wie oft kommen verschiedene Augenfarben in einer Schulklasse mit 30 Jugendlichen vor. 30 ist hier also die Anzahl aller Werte. Daher ist auch n gleich 30. Im nächsten Schritt stellen wir nun die Formel für jede der vier Augenfarben auf. Gesucht sind also die relativen Häufigkeiten von Blau, Braun, Grau und Grün. Wenn wir das in die Formel einsetzen, dann erhalten wir hier jeweils die absolute Häufigkeit der jeweiligen Augenfarbe, zum Beispiel hier Groß H von Braun, immer geteilt durch n. Im nächsten Schritt, wir fangen jetzt mit der Augenfarbe Blau an, schauen wir uns an, welche Werte aus der Angabe wir in die Formel einsetzen müssen. Für H von Blau haben wir 9 und für n gleich 30. Also ist klein h von Blau gleich 9 Dreißigstel als Bruch. Diesen Bruch können wir aber auch noch weiter kürzen. Und zwar auf 3 Zehntel. Als Dezimalzahl erhalten wir das Ergebnis 0,3. Und wenn wir das Ergebnis als Prozentsatz darstellen möchten, dann wären das 30%. Im nächsten Fall, für die Augenfarbe Braun, wiederholen wir das Ganze und kommen auf 15 Dreißigstel. Das können wir auf ein halbes kürzen und als Dezimalzahl mit 0,5 angeben oder auch als Prozentsatz mit 50%. Für die Augenfarbe Grau kommen wir auf 2 Dreißigstel oder gerundet 1 Fünfzehntel. Als Dezimalzahl wäre das Ergebnis 0,06 periodisch und als Prozentsatz auf die zweite Kommastelle gerundet 6,67%, weil wir den Sechser aufgerundet haben auf einen Siebener. Für die Augenfarbe Grün erhalten wir 4 Dreißigstel oder gerundet 2 Fünfzehntel. Als Dezimalzahl wäre das Ergebnis 0,13 periodisch und das wäre gerundet als Prozentsatz 13,33%. Und damit sind wir fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.